Hey Leute, was geht? Hier ist euer Sergeant Pepper. Frisch zurück aus dem Winterurlaub. Heute habe ich für euch hier die Hornet. Das ist eine legendäre Waffe. Viele werden sie vielleicht aus dem ersten Teil kennen. Und ja, die hat so einen Burst. Ist ganz cool. Also ich habe sie nach dem zweiten oder nach dem dritten Mal bekommen. War sehr leicht zu erfahren. Ich zeige euch, also wir sind hier in Southern Shelf. Das ist ja das Anfangsgebiet, wo man am Anfang ist. Also das solltet ihr eigentlich alle kennen. Das ist so die einfachste Methode, diese Pistole zu farmen. Die Pistole zu farmen ist jetzt keine spezielle Quest machen oder so. Den Boss habt ihr, also das ist so der erste Boss, gegen den ihr kämpfen müsst. Also ich habe die Waffe, wie gesagt, nach dem zweiten Mal bekommen. Also ich finde die Waffe ziemlich cool. Also wir gehen jetzt ins Wind Shear Wastel. Das ist ja das Anfangsgebiet. Und ja, viele von euch können sich vielleicht schon denken, gegen welchen Boss wir jetzt kämpfen werden. Für alle, die es nicht wissen, hier ist er, Knuddel, Dagger, keine Ahnung, der ist sehr leicht zu killen, ihr killt ihn einfach schnell mit der Waffe, also ich jetzt einfach mit der. Und, ihr müsst immer ein bisschen gucken, weil wenn ihr von dort kommt, springt er immer zu euch hoch, da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, dass ihr das Item nicht überseht, also jetzt hat er es nicht gedroppt, und wenn ihr es wirklich schnell farmen könnt, dann macht ihr jetzt einfach das hier, macht Save and Quit. Und dann wartet ihr kurz und drückt einfach weiter. Also ich wollte heute eigentlich diesen Nuke-Raketenwerfer machen, aber der Bossgegner, ja, der wollte einfach partout nicht spawnen. Und deswegen habe ich heute halt eine andere Waffe gemacht, aber ja, wie gesagt, der kommt auf jeden Fall noch. Was ich ein bisschen blöd fand, jetzt spawnt einfach wieder und ihr killt einfach wieder. Was ein Fehler eigentlich von mir war, dass ich nicht gesagt habe, dass ich im Urlaub bin. Also ein paar Leute haben mich deabonniert. Ist halt schade, aber kann man halt nichts machen. Auf jeden Fall jetzt in Ferien und von Ferien hat ja auch halt viel zu tun. Da kamen noch ein paar Arbeiten. Und deswegen kamen da keine Videos mehr, aber jetzt kommen wieder regelmäßig Videos, jetzt in Ferien, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr hochladen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial geholfen und naja, viel Spaß euch. Ich hoffe, bei euch geht's ganz schnell mit dem Farmen und tschüss.